Der Radweg nach Förderstedt ist nun freigegeben. Ich setzte mich auf mein Elektrofahrrad und fuhr die ganze Strecke ab. Nach knapp 10-monatiger Bauzeit wurde heute im Salzlandkreis der neue Radweg zwischen Stassfurt und Förderstedt entlang der Landesstraße L72 seiner Nutzung übergeben. Das Land Sachsen-Anhalt hat rund 1 Million Euro in das Vorhaben investiert. Neben der Ertüchtigung der Straßen richten wir auch weiterhin verstärktes Augenmerk auf die Erweiterung des Radwegenetzes, erklärte der Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales, Sven Haller, heute bei der Freigabe. Der neue Radweg verlaufe getrennt vom motorisierten Verkehr und gewährleiste dadurch mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Gerade in ländlichen Regionen ist das Rad ohnehin ein gern genutztes Verkehrsmittel im Alltagsverkehr. Nun ist der Anreiz noch größer, das Auto einmal stehen zu lassen und per Rad in die Nachbarorte zu fahren, fügte der Staatssekretär hinzu. Die knapp 3,5 Kilometer lange Strecke beginnt in Stassfurt unmittelbar hinter dem bereits vorhandenen Abschnitt und endet am Ortseingang von Förderstedt in der Stassfurter Straße. In beiden Orten wurden neue Querungshilfen geschaffen oder die schon vorhandenen Fahrbahnteiler umgebaut, sodass sie Radfahrerinnen und Radfahrern mehr Sicherheit geben. Das, was Sie hier sehen, ist noch nicht der neue Radweg. Ich fahre hier die Förderstedter Straße entlang. Am Ende der Straße beginnt der neue Radweg.
Jetzt sieht man schon den neuen Radweg. Früher musste man hier links auf die L71 fahren. Jetzt kann man geradeaus auf dem neuen Radweg fahren. Hier wurde der Radweg am 28.07.2023 feierlich eingeweiht. Gelöst wurde die Verkehrsführung an der Einfahrt dieses Kalkwerkes. Thank you.
Hier beginnt die Einfahrt in den Ortsteil Förderstedt und hier endet der Radweg.